Heute beim Elektrischen Reporter: Gründerinnen, Signalfloskeln und Musikmarktverdatung. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Nicht nur bei der Bundeswehr, bei der CSU oder im Chaos Computer Club liegt der Frauenanteil nur kurz über knapp. Auch unter Internet-Startup-Gründern sind Frauen eher selten zu finden. Warum das so ist, das fragen wir in unserem ersten Beitrag. Die deutsche Startup-Szene hat ein Frauenproblem. Nur etwa jeder 10. Gründer in Deutschland ist weiblich, trotz Förderprogrammen und Frauennetzwerken. Besonders IT-Startups sind betroffen von diesem Gender-Gap. Frauen, so scheint es, machen zu selten ihr eigenes Ding. Die wenigen Absolventinnen technischer Studiengänge lassen sich lieber anstellen, als ihre eigenen Ideen umzusetzen. Nicht so Susanne Hoffmann. Sie ist Mitgründerin des Online-Magazins Edition F aus Berlin. Edition F widmet sich Wirtschafts- und Karrierethemen aus einer weiblichen Perspektive. Und natürlich beschäftigt auch Hoffmann die Frage nach den Ursachen dieser Gründungsmisere. Frauen haben in ihrem Mindset noch nicht ganz so dieses Prinzip Freiheit für sich, glaube ich, gefunden. Und das ist etwas, diese Risikobereitschaft hängt ganz viel mit dieser Sehnsucht oder diesem Verstehen von Freiheit zusammen. Dass man sagt, ich traue mich jetzt und ich kann eigentlich jede Lebenssituation auch so gestalten, wie ich sie möchte. Hoffmann beobachtet, dass Frauen öfter als ihre männlichen Kollegen vor den Risiken des Gründens zurückschrecken. Wo viele Männer Chancen sehen, nehmen Frauen verstärkt die Gefahren wahr. Sie fragen sich häufiger, ob sie ausreichend qualifiziert sind, um als Gründer durchstarten zu können. Und zweifeln, ob sie der Doppelbelastung Start-up und Familie gewachsen sind. Hoffmann kennt diese Zweifel zwar auch, lässt sich von ihnen aber nicht beherrschen. Sie hat sich auch daran gewöhnt, dass sie auf Gründertreffen als Frau auffällt. Das kann sogar von Vorteil sein, um ins Gespräch zu kommen. Aber spätestens, wenn es ums Geld geht, kann von einem Frauenbonus keine Rede mehr sein. Aber wenn du dann an dem Tisch sitzt und deine 10 Minuten hast oder auch eine Stunde, musst du überzeugen mit dem, was du dir an Zahlenwerk, an Produktidee, an Gründerteam und so weiter erarbeitet hast. Und das ist geschlechterunabhängig. Otto Birnbaum verleiht Risikokapital. Die unterschiedlichsten Gründer kommen in sein Büro und präsentieren ihm ihre Ideen. Und tatsächlich freut sich Birnbaum, dass inzwischen deutlich mehr Frauen bei ihm anklopfen. Es werden auf jeden Fall mehr Frauen in den Teams. Also Sie haben das gesehen, Partech gibt es jetzt seit 1986. Und wir haben schon gesehen, dass sich über die Zeit mehr und mehr Frauen, also sowohl selber gründen, als aber auch in den Gründungsteams sind. Ein solches Mixed-Team hat auch die besten Chancen, die ersten Jahre auf dem harten Start-up-Markt zu überleben. Denn das Insolvenzrisiko von Unternehmen mit weiblichen Führungskräften ist 20% niedriger als das eines reinen Männervereins, so die Wilson-Studie. Frauen, die sich selbstständig machen wollen, rät Birnbaum deshalb, sich mit Männern zusammenzutun. Also mein Tipp wäre vielleicht, sich männliche Teams anzuschauen und zu schauen, ob die Produkte zu ihnen passen und gegebenenfalls diese anzusprechen, ob sie nicht als komplementärer Teil dazustoßen wollen. Weil das würde vielen Teams helfen und den Frauen noch mal eine Möglichkeit geben, vielen Teams vielleicht beizutreten. Anna Rose ist Chefin eines Mixed-Teams. Mit männlichen Partnern und Mitarbeitern zusammen hat sie ihr Startup Videopath gegründet. Sie plädiert für ein Ende der ewigen Geschlechterdiskussion. Ich kenne jede Menge motivierte und talentierte Frauen. Und ich bin überzeugt, davon gibt es noch viel mehr. Aber ich denke, das Problem ist, dass wir uns zu sehr auf die Unterschiede konzentrieren. Zum Beispiel, dass Frauen gewisse Dinge angeblich weniger gut können. Diese Diskussion nervt. Man muss nur ein paar Jahrzehnte zurückdenken. Damals galt sogar das Benutzen von Computern als Männerdomäne. Als Technologieanwenderinnen haben Frauen inzwischen längst mit Männern gleichgezogen. Und jetzt geht es eben darum, diesen Aufholprozess auch auf der Unternehmerebene zu wiederholen, ist sich Rose sicher. Frauen nutzen Technik für verschiedene Dinge.
Sie sind oft die ersten Anwender bei bestimmten Sachen. Sie spielen gern. Sie nutzen Technik und man muss sie ermutigen, sie nicht nur als Konsument zu sehen, sondern auch als Schöpfer. Ich glaube, darin liegt viel Potenzial. Rose und Hoffmann haben es nicht nötig, Männer und deren Gründungsmentalität zu kopieren. Denn als Unternehmerinnen wissen sie, eine Welt mit nur wenigen weiblichen Gründern ist kein Problem. Sie ist eine Chance. Es gibt Floskeln, auf die folgt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit großer Unfug. Es muss erlaubt sein zu sagen, beispielsweise, oder es darf keine Denkverbote geben. Um eine weitere Unfugsignalfloskel geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Ich heiße Amina, ich studiere in Göttingen Sozialwissenschaften und bei Twitter findet ihr mich unter @amina_ju. Ich selber bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, habe aber einen britischen Pass, weil meine Mutter Britin ist, habe inzwischen aber auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Ich bin muslimisch aufgewachsen, ich gehe aber auch in eine Kirche. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, es gibt nur die eine Religion und alles andere ist schlecht. Meine Erfahrung gemacht, weil ich relativ viel unterwegs war, weil ich sehr politisch aktiv bin. Und dabei habe ich auch alltäglichen Rassismus erfahren, immer wieder in verschiedensten Situationen. Was für mich immer wieder ein Anlass war, mich damit zu beschäftigen. Allein durch mein Aussehen wird gerade hier definiert, dass ich kein Deutsch kann. Der Tweet entstand dadurch, dass ich bei Twitter und auch auf anderen Medien, Social-Media-Seiten sah, wie Leute schrieben, ich habe nichts gegen Ausländer, aber können sie sich nicht anpassen? Und das sind Situationen für mich, wo ich mich frage, warum? Und wenn du nichts gegen Ausländer hast, wieso forderst du dann von denen so etwas ein, aber von anderen Leuten vielleicht nicht? Gleichzeitig bin ich immer der Meinung, dass man den Dialog suchen muss und auch versuchen muss, mit Leuten zu reden. Aber wenn es einen persönlich irgendwie trifft, dann muss man auch sagen können, ich möchte diese Diskussion nicht führen. Weshalb ich den Text verfasst habe, war tatsächlich, dass ich nicht immer wiederholen wollte, was ich erlebe, was meine Erfahrungen sind, sondern einfach mal sagen wollte, hier, ich habe da was aufgeschrieben, das könnt ihr euch durchlesen und dann können wir vielleicht drüber diskutieren, wenn ihr auch einen Einblick habt, was ich im Alltag erlebe. Weil es häufig ein Gefühl ist. Es ist häufig einfach das, was Blicke sagen, weil viele Leute trauen sich das nicht auszusprechen, aber man sieht in ihren Augen oder in dem, wie sie sich dann verhalten, dass sie gerade da irgendwie ein Problem mit haben, mit dem Auftreten. Ich glaube schon, dass Leute wirklich nicht wissen, was Menschen mit Migrationshintergrund hier irgendwie erleben und dass sie das aber auch nicht sehen wollen. Aber gleichzeitig ist für mich dieses Problem Alltagsrassismus, was ein Problem ist, immer noch so relevant und für mich als eine Person mit Migrationshintergrund alltäglich. Der Musikindustrie geht es bekanntlich gar nicht gut und schuld daran sei das Internet, beklagt die Branche gerne selber. Doch nun soll alles anders werden. Dank Internet und Datenanalyse wollen die gebeutelten Musikhändler nun endlich herausfinden, was die Musikhörer eigentlich wollen, wie unser nächster Beitrag zeigt. In den Plattenladen gehen, Schallplatte kaufen, zu Hause auflegen, anhören, gut finden. Die Zeiten, in denen man sich seine Lieblingsmusik noch selbst aussuchen musste, sind vorbei. Musik von heute findet ihre Hörer. Automatisch. Das jedenfalls wünscht sich die Musikindustrie. Dank der Datenmengen, die bei YouTube, Spotify und Last.fm anfallen. Auch der Internet-Musikfernsehsender Vivo setzt auf Big Data, um sein Programm zu optimieren. Und sammelt Informationen über sein Publikum, wo es nur geht. Wo hat er den Einstieg hergenommen? Ist er direkt auf die Plattform gekommen? Guckt er über die iPad-App? Was hat er danach geguckt? Macht er lauter oder leiser? Lässt das im Hintergrund laufen? Oder guckt er halt wirklich auch die Videos an? Das sind ja alles Informationen, die uns helfen, jedem Einzelnen dann hinterher eben das bessere Musikvideoerlebnis zu geben. Ein besseres Musikerlebnis, das bedeutet für Tina Funk vor allem, die Zuschauer möglichst lange auf der Vivo-Seite halten. Deshalb
versucht der Sender, dem Konsumenten genau die Musik vorzusetzen, die er tatsächlich hören möchte. Im Idealfall eine endlose Aneinanderreihung von Musikvideo-Empfehlungen. Und damit diese Empfehlungen auch sitzen, braucht Vivo, na klar, Daten. Wenn jemand kommt, um sich eine große Premiere anzugucken, wie jetzt von Taylor Swift oder One Direction, dann kriegt er hinterher als nächstes Video was ausgespielt, was die Redaktion ausgesucht hat. Und dann ist es natürlich auch im Kontext von Big Data so, dass Algorithmen bei uns zum Zuge kommen, die eben errechnen, was einem Konsumenten gefallen könnte, der extra gekommen ist, um Taylor Swift zu gucken. Aber nicht nur Internetmusikfernsehsender setzen auf Computer. Auch dort, wo man es vielleicht am wenigsten vermuten würde, bestimmen Maschinen, was läuft. Zum Beispiel beim Berliner Schlagersender Radio B2. Norman Streche ist Programmdirektor und Moderator der Morgensendung. Jeden Morgen um 5 Uhr weckt er seine Hörer mit einer automatisch erstellten Playlist. Früher war das so, dass man CDs oder noch Schallplatten aufgelegt hat. Heute ist alles im Computer. Hinter mir sieht man die Abspielsoftware. Das ist alles dort einprogrammiert und man muss eigentlich nichts mehr raussuchen und nichts mehr machen. Für die Hörer kein Problem. 276 Minuten bleiben diese durchschnittlich am B2-Programm hängen. Eben weil genau definiert ist, dass ein Künstler maximal alle 3 Stunden wiederholt werden darf. Dass sich weibliche und männliche Interpreten die Waage halten, dass nur ein romantischer Schlager pro Stunde erlaubt ist. Oder dass auf ein Lied mit Blockflöte auf keinen Fall ein zweiter Flötensong folgen darf. Denn nur wenn sich möglichst kein Schlagerfan von der Musik gestört fühlt, geht das Konzept von Radio B2 auf. Die Leute hören durch, weil sie mögen und sie wissen, ach, jetzt kommt ein Lied, naja gut, das mag ich nicht, aber ich weiß, es geht gleich besser weiter. Und dadurch halten sie durch. Zuhörer, die durchhalten müssen. Für den Radiomacher Klaus Walter ein Albtraum. Sein Anspruch ist es, seinem Publikum neue, unbekannte Musik vorzustellen. Seit aber Marktforschung und Datenanalyse das Programm bestimmen, ist das unmöglich. Denn alle Popradios streben in dieselbe Nische, den von Computern errechneten Mainstream. Aber jenseits dieses breiten Stroms gibt es eben auch noch ganz, ganz viele Leute und die fallen, und zwar aus allen Programmen, ob das jetzt Jugend oder jüngere Erwachsene oder ältere Erwachsene oder Oldies sind, die fallen überall raus. Das heißt, man orientiert sich eigentlich auch in den öffentlich-rechtlichen Häusern an einem breiten Strom in der Mitte. Und dort ist kein Platz für einen Moderator wie Walter. 2008 stellt der Hessische Rundfunk seine Sendung deshalb ein. Ein Radiomacher, der seine Musik selbst auswählt, das erscheint dem HR nicht mehr zeitgemäß. Seitdem ist Walter vor allem beim Internetsender Byte FM zu hören. Ausgerechnet das Netz bietet ihm die Freiheit, ein Programm zu machen, auf das der Computer keinen Einfluss hat. Mit Playlists und Empfehlungen, wie sie nur ein Mensch auswählen kann. Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Friedrich Nietzsche. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.